ich hoffe, jetzt können alle die Präsentation sehen. Und dann würde ich Sie willkommen heißen zur Präsentation Die Zukunft der Printwerbemittel bei der Lucini. Leider können wir heute nicht persönlich vor Ort sein, aber wir hoffen, dass wir trotzdem auch so Ihnen einen guten Einblick in unser Projekt geben können. Kurz vorab eine kleine Information, wie wir den Vortrag aufgeteilt haben. Wir würden zuerst ein paar Worte über uns und die Lucini sagen. Dann geht es direkt weiter mit der Ausgangssituation, dem Projektziel, der automatisierten Katalogproduktion. Und am Ende beschreiben wir dann das Vorgehen des Projektes inklusive einer Zeitachse. Genau. Ja, zuerst ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Nicole Kreinwald. Ich verantworte das Projekt zur Einführung der automatisierten Werbemittelproduktion bei der Lucini. Wenn ich nicht an diesem Projekt arbeite, dann arbeite ich in der Abteilung Marketing Creation. Da man solches Projekt nicht alleine stemmen kann, hatte ich intern als auch extern großartige Unterstützung bei der Umsetzung. Einen dieser Unterstützer würde ich Ihnen jetzt gern vorstellen. Das ist der Herr Schneider, der ist IT-Projektleiter und Applikationsbetreuer für das PIM-MAM-System. Er hat vor 4 Jahren bei der Lucini das PIM-MAM-System eingeführt und betreut es jetzt seitdem. Aber bevor ich das Wort an Herrn Schneider übergebe, würde ich Ihnen jetzt gerne ein bisschen was über die Lucini, die Ausgangssituation und die entstandenen Aufgaben und Ziele erklären. Ja, Herr Schneider und ich, wir arbeiten bei der Lucini GmbH. Das ist ein weltweit operierendes Versandhandelunternehmen für Hotellerie- und Gastronomiebranche. Unser Stammsitz ist im bayerischen Wertingen. Ich weiß nicht, das werden wahrscheinlich wenige hier Anwesende kennen. Wir haben ca. 40.000 Artikel und rund 600 Beschäftigte in Deutschland. Wir haben auch noch 7 weitere Standorte in Deutschland, in Europa und sind dort auch Marktführer. Wir versenden in 9 unterschiedlichen Sprachen ca. 10 Werbemittel. Die Seitenumfänge variieren von der Anstoßkette. Unser aktuell größtes Werbemittel hat über 800 Seiten. Das ist unser Hauptkatalog und somit dann auch der dickste Katalog. Die anderen sind eher kleinere Auszüge davon. Ja, wer ist denn die Lucini überhaupt? Die Lucini hat mehrere Marken, unter der wir auftreten. Das ist zum einen die Vega. Das ist der innovative Partner im Bereich Hardware. Die Jobline, die hat Berufsbegleitung und liefert Trendfunktionen für Küche, Service und Empfang. Die Erwin M, das ist der Textilprofi für Tisch, Bett und Badezimmer. Und zu guter Letzt noch die Pulsiva, das ist der Discounter bei der Lucini. Der bietet vom Sortiment her alles, was die anderen bisher genannten Marken auch geliefert haben, bloß nicht in der Sortimentsbreite, Tiefe. Zu Beginn des Projektes hatte jede Marke ihr eigenes Katalogdesign. Das sieht man jetzt hier auf der rechten Seite, die 4 Kataloge. Mittlerweile vereinen sich aber die Marken Vega, Erwin M. und Jobline in einem Katalog unter der Lucini. Das ist dann der auf der linken Seite. Und Pulsiva bleibt weiterhin als eigenes Werbemittel bestehen. Somit benötigen wir also 2 Katalogdesigns, die wir alles mit der gleichen Produktion und mit dem gleichen Programm gestalten möchten. Begonnen haben wir das Projekt mit der Pulsiva, da hier das Sortiment alles beinhaltet, was die anderen Marken auch haben. Sprich, der Katalog, der hat auch einen geringeren Seitenumfang. Und das ist relativ gut, um das mit so einem Projekt beginnen zu können. Aber er deckt trotzdem das komplette Sortiment ab, sodass wir dann auch schön auf die anderen Marken ausrollen können. Hier noch kurz die Historie der Lucini. Die Gründung war im Jahr 1987 mit der Erwin M. 1993 ging es dann weiter mit der Marke Vega. Bis 2008 hat dann die Internationalisierung stattgefunden in Österreich, Frankreich, Schweiz, Spanien, Schweden, Italien und Niederlande. Da hatten wir also ziemlich viel vor. 2008 wurde die Lucini dann gegründet und 2013 hat man dann noch nach Norwegen internationalisiert. 2015 kamen dann noch die Länder Belgien und Luxemburg dazu und 2016 ist dann auch die Marke Pulsiva international aufgetreten. Ja, wo kommen wir her?
Bis Ende 2018 haben wir bei unseren Werbemitteln alle Informationen, wie zum Beispiel Beschreibungstexte, Preise und Bestellschemen, noch komplett manuell gepflegt. Das hatte natürlich einige Nachteile. Wir konnten unsere Daten kurzfristig nicht aktualisieren und somit nicht zeitnah auf den Markt reagieren. Ebenso mussten wir unsere Daten doppelt pflegen, einmal in den Printwerbemitteln und einmal in der Datenbank, wo wir für online ausgeleitet haben. Und das hatte natürlich eine hohe Fehleranfälligkeit zur Folge, wodurch auch der Zeitaufwand enorm groß war und wir lange Produktionszeiten hatten. Aus dem Grund haben wir das Projekt Automatisierte Katalogproduktion ins Leben gerufen. Ja, warum erst jetzt? Unsere Produkte, die haben eine sehr hohe Diversität mit ziemlich vielen Attributen, welche auch noch in den Katalogen in 10 unterschiedlichen Länderversionen untergebracht werden müssen. Und wir hatten Bedenken, dass wir unsere Einzigartigkeit der Marke verlieren. Aber die bereits genannten Nachteile, sowie die Entwicklung der Märkte und der Kommunikationskanäle und das daraus geänderte Kaufverhalten hat uns einfach die Notwendigkeit aufgezeigt, dass wir hier schneller am Markt sein müssen, schneller Kataloge an den Kunden bringen müssen. Und auch das Thema Individualisierung spielt natürlich da auch eine Rolle. Wenn man hier mal was aufgebaut hat, kann man natürlich hier auch weiter fortfahren. Ja, unser Projektziel. Was wollten wir nun erreichen? Wir wollten ein einfaches Vorgehen, indem man per Drag-and-Drop Produkte in ein Layout-Briefing-Modul auf ein vordefiniertes Seitenlayout zieht. Die oben bereits genannten Informationen, die werden dann automatisch mithilfe von einem dynamischen Template gelayoutet und kommen alle aus der PIM und dem ERP-System. Somit können wir dann durch einen Klick die Länderversionen erstellen, sodass die dann vollautomatisiert erstellt werden können. Was war dazu nötig? Zuerst war die Evaluierung der Software für den Prozess notwendig, danach die Einführung des digitalen Produktionsprozesses, sprich das heißt von der Produktführung über die Seitenbelegung bis hin zur höchstmöglichen automatischen Ausleitung. Dazu mussten wir ein CD-konformes Produkt- und Seitentemplate für alle unsere Marken entwerfen, welches dann vollautomatisiert die Länderversion erstellen kann. Das Projekt machen wir zusammen mit unserem Partner von Werk 2, SDZ-Ecom und der Werbeagentur Herbstkind aus Fürth. Wir haben das Projekt in 2 Schritte eingeteilt. Das Vorgehen hat sich auch im Nachgang als sehr wichtig herausgestellt, dass wir diese 2 Schritte gegangen sind. Wir haben im ersten Schritt die manuelle Platzhalterverknüpfung. Hier konnten wir unsere Daten bereinigen und prüfen, ob auch alle Daten richtig und vollständig in unserer Datenbank vorhanden sind. Und falls nicht, konnten wir diese noch einpflegen. Das hat dann doch etwas mehr Mühen und Aufwand gekostet, als wir uns vorerst vorgestellt hatten. Und der zweite Schritt, der war dann die vollautomatische Ausleitung. Herr Schneider wird Ihnen jetzt genau erklären, was sich hinter diesen Schritten verbirgt. Ja, wie schon erwähnt, unser erster Schritt war es, den Content manuell zu verknüpfen. Dabei haben wir das Layout der InDesign-Dokumente erstmal händisch erstellt. Anschließend wurden alle produktrelevanten Informationen händisch mit dem Print-Comet-Modul verknüpft. Für alle Verknüpfungen waren 3 Teilschritte notwendig. Zum einen die Auswahl des Produktes, die Auswahl des Attributs und die Auswahl der Sprache, welche wir über Ebenen realisiert hatten. Vorteil bei diesem Vorgehen war, dass wir den Content Stück für Stück printgerecht angepasst oder verbessert hatten und das Ganze in unserer PIM. Korrekturen durch die Landesübersetzer haben auf allen Sprachebenen stattgefunden und sind dieses Mal nicht ins InDesign-Dokument geflossen, sondern gingen dann eben direkt in die PIM, sodass nach einer Aktualisierung die korrekten Ergebnisse dann gezogen werden konnten. Dabei haben sich nicht nur Attribute angepasst, sondern es wurde teilweise auch das ganze Produktdatenmodell entsprechend umgebaut, optimiert, was auch wiederum Vorteile für andere
Ausgabekanäle hatte, wie zum Beispiel unserem Online-Shop. Gut. Nachdem wir die Produktdaten durch die manuelle Platzhalterverknüpfung printkompatibel gemacht hatten, sind wir dann den zweiten Schritt angegangen, nämlich die vollautomatische Ausleitung. Ziel war es hier, dass wir unserem Category Management, also sprich unserem Einkauf, eine Möglichkeit bieten, Seiten ohne InDesign-Kenntnisse aufbauen zu können. Der Category Manager sollte über eine UI stets in der Lage sein, durch Drag and Drop seine Produkte eben auf seine Seiten zu ziehen. Auf der anderen Seite wollten wir dem Grafiker mehr Zeit zur grafischen Gestaltung einräumen und von stressigen oder unpassenden Content-Themen einfach entlasten. Mit der sogenannten dynamischen Produkttemplates haben wir dann es geschafft, dass wir das Ganze mit nur einem Produkttemplate umsetzen können. Also unter dynamisch verstehen wir hier die automatische Anpassung an die Größenverhältnisse des freien möglichen Platzes. Außerdem werden aufgrund dessen dann auch die Menge der Attribute entsprechend ausgeleitet. Eine Möglichkeit zur Übernahme von Doppelseiten, Einzelseiten und bereits gestalteten Produkttemplates war uns in diesem Zusammenhang sehr wichtig, da wir in unseren Katalogen, wie wir es vorhin von der Nicole schon gehört hatten, bis zu 80% Übernahmeseiten von Vorjahreskatalogen haben. Hier nutzen wir die Snippet-Funktionalitäten der Print Suite. Dort kann der Category Manager die Gestaltung bereits fertig gestalteter Produkte aus älteren Dokumenten auswählen und für die aktuelle Verplanung eben benutzen. Auf der Folie sieht man, welche Flexibilitäten standardmäßiges Neuenraster als Seitentemplate bietet, also wenn man in der Lage ist, dynamisch die Größe der einzelnen Produkte zu verändern bei einem einzigen Produkttemplate. Ein Seitentemplate mit einem dynamischen Produkttemplate lässt hier großen Spielraum bei der Gestaltung einer Seite. Hier sieht man weitere Beispiele mit der Preview-Ansicht in der Print Suite. Beispielsweise auf der linken Doppelseite handelt es sich um ein 2-auf-4er Raster, welches mit 6 Produkten anstatt mit 8 möglichen Produkten befüllt wurde. Die zwei oberen Besteckserien sind hervorgehoben und nehmen doppelt so viel Platz ein wie die 4 Produkte unterhalb. Auf der rechten Doppelseite wurde ein 4-auf-5er Raster verwendet. Die ersten beiden Reihen werden für ein Milieubild verwendet. In den restlichen unteren Reihen werden die Produkte regulär dargestellt und erklärt. Ebenfalls war es uns sehr wichtig, dass der Prozess zwischen den Abteilungen softwaregestützt funktioniert. Ohne jetzt im Detail auf den Workflow einzugehen, wird hier, denke ich, ganz gut deutlich, dass es zwischen den Abteilungen der Grafik, Category Management, Print Management viele Einzelschritte gibt, die bei der Erstellung von unseren Printkatalogen nötig sind. Außerdem findet der Workflow-gestützte Prozess nicht nur auf der Objektebene der Doppelseiten statt, sondern eben auch auf Kapiteln und ganzen Publikationen. Zur Zeitachse. Man kann hier auf dem Zeitstrahl Folgendes erkennen. Vom Februar bis August 2019 waren wir damit beschäftigt, die Publikation oder Publikationen für die Marke Pulsiva über die manuelle Platzhalterverknüpfung hinzubekommen. Von Juni 2019 bis Januar 2020 sind wir dann die großen Kataloge der großen Marken angegangen, Vega, R&M und Shopline. Und haben dann über mehrere Anläufe oder Iterationen eben
die Kataloge während des Projekts dann auch so produzieren können. Von Juni 2019 bis heute sind wir dabei, die PrinceSuite im vollen Umfang zu nutzen. Meilensteine waren hier ab April 2020 unsere funktionierenden Produkttemplates. Im Mai letzten Jahres konnten wir dann auch die Bestellschemen ausleiten. Zu den Corona-Hochzeiten verlor das Projekt leider an Fahrt. Ursache dafür waren Kurzarbeit und somit auch das Aussetzen mancher Kataloge. Aber trotz allem konnten wir dann im Juni 2020 die dynamischen Produkttemplates umsetzen und haben dann hier auch die Snippet-Funktionalität fertiggestellt. Ja, seit kurzem funktioniert bei uns der Workflow und die Schulungen haben im Sommer gestartet. Gut, das war's zum Thema automatische Werbemittelproduktion bei der Lucini. Danke fürs Zuhören. Okay. So, das, das ist Ihr Applaus, wunderbar. Ja, Frau Greinwald, Herr Schneider, vielen, vielen Dank für den wirklich super interessanten Vortrag. Das hat Spaß gemacht zuzuhören. Ich frage jetzt mal hier in die Runde. Wir sind natürlich ganz wild darauf, von Ihnen noch irgendwelche Fragen zu hören. Und ich spiele hier mal den Moderator oder vielleicht den Souffleur, falls das drüben nicht ankommen sollte. Irgendwelche Fragen zu dem Thema? Ja, das ist jetzt nicht ganz so viel. Ja, bitte, dort. Okay, haben Sie es verstanden auf Ihrer Seite? Es geht um Produkttexte. Ja. Ich versuche kurz zu übersetzen. Also, Sie hatten im Laufe Ihres Vortrags erwähnt, dass es so war, dass Sie anfangs die Texte doppelt gepflegt haben. Also einmal im Prinzip für den Layout-Bereich und einmal für die Ausspielung der Daten in den Online-Shops beispielsweise. Und die Frage, die jetzt hier gestellt worden ist, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, war, hat sich das im Laufe des Projektes erledigt? Haben wir jetzt eine gemeinsame Datenquelle zwischen Katalogtexten und Online-Texten? Ja, genau. Das hat sich komplett erledigt. Wir ziehen die Texte nur noch aus unserer Datenbank und Textänderungen werden aktuell auch nur noch in unserer Datenbank gepflegt. Die gehen dann auch direkt in einen automatischen Übersetzungsprozess, sodass, wenn wichtige Informationen ergänzt wurden, diese direkt an die Länder übergeben werden, die den Text auch mit einpflegen, sodass wir hier auch keine Kommunikation zwischen Category Management bzw. Einkauf und den Ländern mehr haben, sodass die dann wissen, okay, ich muss gucken und prüfen, sondern das passiert mittlerweile alle automatisch in der Datenbank. Okay, wunderbar, vielen Dank. Online- und Printtexte separat zu pflegen, falls es da Unterschiede geben sollte, dass man online etwas mehr Platz benötigt, weil man ja doch nicht die Einschränkung auf der jeweiligen Seite hat, kann man da natürlich unterschiedliche Texte pflegen. Die Frage hätte ich nämlich jetzt genau auch noch gestellt, weil im echten Leben ist es ja nun häufig so, dass wir sagen, wir haben im Bereich Print natürlich eine gewisse Endlichkeit, was das Medium angeht. Irgendwann mal ist auch der 800-Seiten-Katalog zu Ende. Und wie handeln Sie das Thema eben halt dafür sagen, wir haben im Bereich Shop eben halt dementsprechend längere Texte. Aber Sie haben es wunderbar beantwortet. Vielen, vielen Dank. Noch weitere Fragen hier? Können Sie sagen oder haben Sie schon Erfahrung, um wie viel schneller Sie in dem Prozess jetzt geworden sind durch die automatische Erstellung der Werbemittel? Kam das an? Ja. Ah, okay. Ich habe es verstanden. Okay. Ich kann gerne antworten. Also wir sind aktuell bei einer Zeitersparnis, würde ich sagen, von 50%. Schon allein durch die manuelle Platzhalterverknüpfung haben wir, glaube ich, so 30 bis 40% Zeitersparnis gehabt. Und durch die Ausleitung sind wir jetzt momentan bei 50%, würde ich sagen, wobei wir natürlich noch am Anfang sind. Es sind so die ersten Kataloge, die gerade mit der PrinceSuite produziert werden. Man muss sagen, das ist natürlich ein Lernprozess. Jeder Klick muss noch gut überlegt sein. Das muss so erst ins Blut übergehen, sagen wir mal so, bis wir schätzungsweise irgendwann mal bei 60 bis 70% Ersparnis angekommen sind. Ja, aber 60 bis 70% ist eine gewaltige Zahl. So, nächste Frage hier. Jetzt nimmst du ein bisschen Fahrt auf. Ja, genau, jetzt geht's los.
die Tabelle. Die Layout-Gestaltung, also das Design, ne? macht das die Werbeagentur oder machen sie das in-house? Also vorab gefragt. Und dann ist die Frage, wie war die Akzeptanz bei den Beteiligten? Da sind ja jetzt also auch Prozesse ja weggefahren und so weiter. Okay, Frau Greinwald, ist es angekommen? Ja, es ist angekommen. Sowohl als auch extern. Also wir haben sowohl intern Grafiker, die damit arbeiten. Wir arbeiten hier aber auch mit der Werbeagentur Herbstkind zusammen, die uns ja auch bei dem ganzen Projekt mit unterstützt, die auch layouten und da komplett mit integriert sind. Die Akzeptanz des Projektes war sehr groß. Wir haben natürlich stark die Werbetrommel dafür auch gerührt, was dann am Endeffekt dann für Erleichterungen für den einzelnen Mitarbeiter rauskommt. Natürlich war Skeptik da. Man hat sich gut überlegt, was man wann wie macht und vorbereitet. Und man muss auch sagen, wir haben sehr viel Wert auf Schulung und Information gelegt. Also alle regelmäßig darüber informiert, über den aktuellen Fortschritt, ihnen regelmäßig einen Einblick in das Projekt gezeigt, wo wir momentan stehen, was die Vorteile sind. Wir haben verschiedene Inforunden gedreht, dass wir gesagt haben, okay, wir sammeln die Verbesserungsvorschläge ein, was können wir denn noch ändern, dass wir hier wirklich auf den Dialog gegangen sind. Und dadurch war die Akzeptanz sehr groß, weil man sich, wie gesagt, die Zeitersparnis dadurch auch erhofft und wir schneller vorankommen. Okay, wunderbar. Vielen Dank für die Antwort. Weitere Fragen noch? Ja, wohl. Ich gehe mal kurz zum Laptop. Vielleicht passt das besser. Ich wiederhole die Frage mal. Frau Greinwald, vorhin führten Sie aus, dass wir momentan eine Ersparnis von 40% haben. Aktuell Stand heute. War das jetzt soweit richtig? Ist das richtig angekommen? Okay. War die Frage, aber das war auch letztendlich, so wie ich Sie verstanden habe, auch nur ein Zwischenschritt. Also Sie gehen wirklich dorthin und sagen, ja, doch 60-70% an Zeitersparnis ist durchaus machbar. Das sind Ihre Ziele, die Sie jetzt quasi gerade ins Auge fassen. Genau. Also die manuelle Platzzahl der Verknüpfung hat natürlich schon sehr viel gebracht, weil die der Version erstellen, was passiert ist. Wir haben da am Anfang, also der erste Katalog hatte eigentlich keine Zeitersparnis bei der Layout-Erstellung der deutschen Variante. Wir haben aber dann die Zeitersparnis wieder reingeholt durch die Länderversion, weil man hier einfach aufs Knöpfchen drückt und alle Informationen werden vom Prinzip her automatisch in der Datenbank übersetzt, weil der Übersetzungsprozess vorher schon stattgefunden hat. Der zweite Katalog, den wir dann mit der manuellen Platzhalterverknüpfung erstellt haben, der ging natürlich dann wesentlich schneller, weil man nicht alles nochmal einzeln mit der Datenbank verknüpfen musste. Also der erste Schritt ist immer der härteste, einmal wirklich jede Information mit der Datenbank zu verknüpfen, gucken, wo kriege ich diese Information her. Der zweite Vorgang war dann schon wirklich viel leichter, sodass ich sage, allein mit der manuellen Platzhalterverknüpfung haben wir eine 40-prozentige Einsparung. Den Rest erhoffen wir uns jetzt durch die automatische Ausleitung, dass wir hier sagen, okay, wenn die Produkte mal per Drag-and-Drop auf die Seite gezogen werden, hat der Grafiker nur noch hat gestalterische Freiheit. Der Preis landet immer oben. Das Bestellschema wird automatisch aufgebaut und muss vom Grafiker nicht nochmal neu gebaut werden. Und natürlich können wir, so wie der Herr Schneider vorher gesagt hat, wir haben ziemlich viele Übernahmen, können wirklich die Produkte, die wir schon einmal in einem Katalog mit dem Vorgang produziert haben, einfach übernehmen und die sind dann auch schon komplett fertig gelayoutet und da muss man eigentlich gar nicht mehr drüber schauen, weil die Inhalte werden ja auch automatisch aktualisiert. Sprich, wenn das Category Management den Preis geändert hat, einen Produkttext abgeändert hat, dann aktualisiert er sich eh schon komplett automatisch und auch das Category Management kann darauf vertrauen, dass Sie den Text nicht nochmal lesen müssen, weil wenn er in der Datenbank richtig gepflegt ist, kommt er jetzt auch richtig im Katalog raus. Sprich, man braucht sich keinen Merker mehr setzen, da muss ich darauf achten, dass ich im Katalog prüfe, ob der Text richtig ist. Und dieses Vertrauen hat sich jetzt im Laufe der Zeit wirklich gefestigt. Am Anfang hat jeder noch alles überprüft, was er in der Datenbank geändert hat, hat geguckt, ob sich das auch wirklich im Katalog geändert hat. Das hat ein bisschen gedauert, bis hier das Vertrauen aufgebaut war. Mittlerweile
ist es aber so, dass wir Preise kurz bevor das Ganze in den Druck geht, noch einmal aktualisieren und nur stichprobenartig einzelne Seiten kurz prüfen, ob sie die Aktualisierung mit angenommen hat. Genau. Okay. Von dem her, Ziel ist 60-70%. Super. Vielen, vielen Dank für die Antwort. Na, okay, ich glaube, dann haben sich jetzt hier auch so mit Ihrer Ausführung noch so die ein oder andere weitere Frage letztendlich erledigt. Ja, also auch speziell natürlich, wie Sie gerade sagten, 80% Seitenübernahme. Also ich selber komme auch aus dem Versandhandel vor langer, langer Zeit und ich kann das auch nur bestätigen, dass es in der Tat diese 80% ist, also real life, kann man nicht anders sagen, weil man erfindet nicht jedes Mal bei einer Produktseite das Rad neu. Und es ist dann wirklich in der Tat nur, es ist eine komplette Übernahme, es gibt einen Klick, Preise aktualisieren und dann werden dementsprechend die neuen Preise aus der Datenbank gezogen. Okay, vielleicht noch eine weitere Frage, bevor wir hier gleich schließen werden. Ja, nochmal eine. Die Frage war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zum Thema Snippets, den Einsatz von Snippets. Inwiefern können Sie sagen, wirkt sich das in Ihrer tagtäglichen Arbeit aus und wird das auch so die Funktionalität tatsächlich eingesetzt? Weil es ist ja, glaube ich, wie wir das verstanden haben, noch relativ neu bei Lusini. Das ist relativ neu und wir haben, also von den Snippets werden wir erst die in der nächsten Katalogproduktion davon profitieren. Weil wir müssen jetzt natürlich erstmal alles anlegen, gestalten, damit wir das dann für die nächsten Kataloge übernehmen können. Also wir haben jetzt noch nicht so viele Kataloge damit erstellt. Wir haben ja jetzt erst vor 2 Monaten die Categories geschult. Also das wird sich noch zeigen. Da sind wir selber gespannt, wie die Akzeptanz ist und wie oft es dann Einsatz findet. Warte. War da noch eine zweite Frage dabei? Nein, ich glaube, das war es jetzt soweit. Doch, noch einer. Es nimmt kein Ende heute hier. Also hier kam die Frage auf, inwiefern bei Ihnen im Haus letztendlich es Diskussionen gibt, wie sich die Printkataloge in Zukunft wirklich entwickeln werden. Wie sieht es aus mit dem Einsatz oder der Erscheinungshäufigkeit des sogenannten Big Books, also des Hauptkataloges. Gibt es da zum einen vielleicht einen Trend hin zu Ausschusskatalogen, zu Sonderkatalogen oder vielleicht auch den Gedanken, naja, vielleicht brauchen wir den einen oder anderen Teilkataloge, das meinte ich mit Ausschusskatalogen, ja. Oder vielleicht gibt es auch irgendwann mal den einen oder anderen Printkatalog gar nicht mehr, weil es einfach letztendlich ökonomisch sinnvoller ist, das Ganze nur noch irgendwie im Web laufen zu lassen. Ja, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil genau diese Frage haben wir uns Anfang des Jahres auch gestellt und ein zusätzliches kleines Projekt gegründet, das hieß Die Zukunft der Printwerbemittel bei Lusini. Wir haben verschiedene Analysen durchgeführt und mal versucht, in die Zukunft zu gucken, was man natürlich so immer nicht genau sagen kann. Wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass es für uns aktuell noch sehr wichtig ist, den Printkatalog zu versenden und auch noch einen Jahreskatalog zu machen. Wir fahren aber jetzt dieses Jahr so, dass wir schon verschiedene Tests machen, dass wir einen Hauptkatalog testen gegen einen Zielgruppenkatalog. Wir testen einen normalen Katalog gegen ein Trendmagazin, also eher in diesen Magazincharakter hineinzugehen mit verschiedenen Content-Informationen. Wir testen einen Katalog versus eine Postkarte oder einen dickeren Katalog versus einen dünneren Katalog. Also wir haben da für dieses Jahr einige Tests aufgeführt, sind aber zu dem Ergebnis, dass wir gekommen, dass wir auf Print nicht verzichten möchten, dass es für uns ein sehr wichtiges Werbemittel ist, um unsere Kunden zu erreichen, um Inspiration zu geben. Wir verkaufen ja dann doch auch Produkte, die nicht nur, ich sag mal, Schrauben sind, sondern die man wirklich vielleicht in einem gewissen Umfeld sehen möchte, wo die Dekoration zur Ausstattung, zu den Möbeln passen muss. Von dem her haben wir für uns entschieden, dass es für uns sehr wichtig ist, unseren Kunden die Trends wiederzugeben, Inspiration zu geben, ihm die Möglichkeit aufzuzeigen,
zeigen, was wir denn alles zu bieten haben. Aber ja, eine sehr spannende Frage. Und wenn da jemand mehr weiß, gerne Info an uns. Dann könnten wir uns die ganzen Tests sparen. Aber wir gucken mal, was bei unseren Tests rausgekommen ist, wenn wir die nächstes Jahr alles durchführen. Ja, perfekte Antwort. Schönen Dank. Okay. Ich glaube, wir haben es. Frau Greinwald, Herr Schneider, vielen, vielen Dank wirklich für den super interessanten Vortrag. Das hat absolut Spaß gemacht. Auch hier von unserem Team bei Werk 2 und von den Teilnehmern hier. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Tag und bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich live hier direkt bei uns vor Ort. Alles klar. Vielen Dank auch von unserer Seite und noch einen schönen Tag und Abend. Schönen Abend. Tschüss.